Delegationsrundreise gemacht, als wir da waren in den letzten Monaten. Da waren die Städte, die hier in der Mitte sind, Kobane, Minbij und Raqqa vor allem dabei. Wir waren aber auch viel im Osten, also da, wo ihr die Städte Karmisch, Dor, Hasake und so weiter seht. Und im Osten generell sind die neu befreiten Gebiete. Einerseits war noch die letzte Front gegen Daesh in Deir ez-Zor. Die wurde am 21. März, konnte Daesh da besiegt werden. Und ansonsten war die Zeit sehr geprägt von den Kriegsdrohungen durch die Türkei, die Angriffsdrohungen im Dezember letzten Jahres und durch den Hungerstreik von Leyla Güven und viele 7000 Gefangene in den ganzen Gefängnissen in der Türkei, als auch Solidaritätshungerstreiks vor Ort in Rojava. Beim Hungerstreik ging es um die Beendigung der Isolation von Abdullah Öcalan, der als ideologischer Wegbereiter der Revolution dort vor Ort gilt. Und wir würden heute einmal kurz anfangen mit dem Überblick über die Region Rojava und die Organisation dort vor Ort, dann nochmal, warum es eine Frauenrevolution ist, die Theorien und Ideologie der Ökonomie und dann der Input zur Wirtschaft vor und nach der Revolution und halt vor allem die Frauenwirtschaft.